Christoph Rubeli, Sie sind Co-CEO von Partners Group. 2014 war ein Rekordjahr mit Rekordgewinn, erhöhten Dividenden, was sich auch auf den Aktienkurs ausgewirkt hat, mit dem aktuellen Rekordhoch. Ist 2014 ein perfektes Jahr für Sie? Es war sicher ein sensationelles Jahr in praktisch jeder Hinsicht. Wir haben mehr Kundengelder dürfen aufnehmen als je. Wir haben mehr dürfen investieren als je zuvor. Also in dem Sinn hat alles gut funktioniert. Es ist sicher auch ein Jahr, wo das Investmentumfeld nicht das einfachste war. Und trotzdem ist es gelungen, für 7,9 Milliarden Investmentanlagen zu finden. Also in dem Sinn sicher ein super Jahr. Ja. Ich habe es vorhin angesprochen, ein Allzeithoch. Trotzdem ist jetzt heute Morgen nach der Bekanntgabe vom Jahresergebnis der Kurs leicht abgesackt um 2%. Wie können Sie sich das erklären? Gut, tägliche Schwankungen, glaube ich, kann ich nicht erklären. Was wir einfach feststellen, wir als Firma sind eigentlich für das Earnings zuständig und das PI, oben drauf vom PI, das ist eigentlich, also der Markt diktiert. Da sind sehr, sehr viele Einflüsse am Laufen. Globale Trends, politische Entwicklungen, was auch immer. Wir sind einfach froh, wenn wir die Firma so weiter ausbauen können, dass wir stabile Cashflow, stabile Earnings und dann auch, eben auch stabile Dividenden generieren können. Das ist eigentlich unser Hauptziel. Partners Group sucht auch weltweit preiswerte Firmen, die sie eigentlich nachher profitabler machen. Jetzt könnte man böse gesagt behaupten, dass sie eigentlich Krisen brauchen, damit es ihnen gut geht. Nein, Krise ist nicht etwas, das wir brauchen, dass es gut geht. Aber Krisen helfen sicher, von Markendislokationen können zu profitieren. Wir haben zum Beispiel im 08, 09, wenn die Märkte wirklich schlecht sind gegangen nach Lehman, haben wir dort sehr, sehr viel verkauft im Sekundärmarkt, wo wir ganz super schöne Anlagen können kaufen zu sehr massiven Discounts. Das ist etwas, das eine Krise bewirkt. In der Krise ist es auch so, dass sehr viele Leute sich ein bisschen zurückziehen. Wir haben eigentlich angefangen mit 2000 und dann wieder im 2008 und in jeder anderen Delle haben wir versucht, die Firma noch stabiler zu machen, noch besser vorzubereiten auf die neue Wachstumsphase. Und ich glaube, insofern ist es gut gelungen, die Schwankungen können abzufedern. Sie haben derzeit ungefähr 60% der Einnahmen in Euro. Der Franken hat sich jetzt sehr aufgewertet. Wird 2015 ein schwieriges Jahr für Partners Group? Ich glaube, das haben wir versucht in der Pressekonferenz vorhin zu erläutern. Es ist sicher so, dass die Umtransponierung von ausländischen Währungen in Schweizer Franken ein gewisses Handicap bedeutet, rein wenn man jetzt Finanzzahlen anschaut. Wir haben versucht und wir sind bestrebt, laufend Kosten in anderen Währungen eigentlich aufzubauen. Das ist auch mit der internationalen Expandierung eigentlich etwas Normales. Und zum Zweiten haben wir auch mehr und mehr Produkte, die nicht in Euro denominiert sind. Also in dem Sinn tut sich das Problem eigentlich auch ein bisschen dämpfer über die Zeit. Die Notenbanken schütten ja Liquidität im Markt momentan. Die Firmen kommen durch das eher an Liquidität. Hat das einen negativen Einfluss auf das Geschäft? Also der Haupteffekt, den das hat, ist, dass einfach die Finanzmärkte sehr liquid sind. Das sehen wir an jeder praktisch allen Titeln. Und in dem Sinn ist auch der Markt für Verschuldungen für Debt ist sehr, sehr billig und sehr, sehr liquid. Das heisst, dass eigentlich Firmenpreise teuer sind. Und das heisst, dass auch Firmen sich sehr, sehr einfach können finanzieren mit Fremdkapital. Und das bedeutet, dass die Industrie jetzt vor allem gerade in den grösseren Transaktionen eigentlich ein bisschen schwieriger ist geworden. Wir sind dort bestrebt, kleine Nischen zu begehen. Sie haben es vorhin angetönt, mittelgrosse Firmen globaler zu machen, spezielle Sektoren, spezielle Themen abzudecken, wie zum Beispiel Bildung oder Healthcare oder andere Sachen. In diesem Bereich versuchen wir Nischen herauszufinden, die nach wie vor funktionieren oder wo ein Trend, der länger während da ist, eigentlich sich abspielt. Sie haben derzeit 2/3 von Ihren Assets aus Europa, 1/6 aus Nordamerika und der Rest in Schwellenländern. Haben Sie Expansionspläne in gewissen Regionen in der nächsten Zukunft? Also wir haben letztes Jahr neu aufgetan in Mumbai, wir haben neu aufgetan in Houston. Wir sind immer ein bisschen am schauen, was wir mit Afrika machen, ob es ein breiter Markt wird oder nicht. Rein von den volkswirtschaftlichen Zahlen sehr, sehr spannend. Aber wenn man die Probleme anschaut in der Umsetzung der Strategie, immer noch ein bisschen eine sportliche Sache. Also von dort her kann es sein, dass über die Zeit irgendein Afrika dazukommt oder vielleicht ein zweiter Standort in Lateinamerika. Aber für den Moment sind wir gerade mit der Infrastruktur, die wir haben, recht gut aufgestellt.